Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quiz-Duell-Video und heute gibt es das März-Quiz. Ja, im März auf jeden Fall einiges mal wieder passiert und darüber gibt es heute, wie jedes Monat natürlich das Monats-Quiz. Ganz klar, für mich kam es auf jeden Fall so vor, dass der März etwas lange gedauert hat. Wirklich, weil einiges auch passiert ist im März. Ja, wir starten jetzt erstmal mit Runde 1. Welche Band wurde in den 90ern durch ihren Acid-Sound bekannt und verlor im März ihren Frontmann Kite Flint? Da habe ich schon mal keine Ahnung. In welchem deutschen Bundesland war der Frauentag am 8. März zum ersten Mal ein arbeitsfreier Feiertag? In Berlin tatsächlich. Also, es geht schon wieder gut los mit den Fragen, die ich nicht weiß. Womit sorgten Bernd Stelter und Annegret Kramp-Karrenbauer im Karneval für kritische Schlagzeilen? Für die Kleiderwahl vielleicht? Nein, für Witze, okay. Also die ersten drei Fragen hier gleich mal, ja, schwierig. Für die zweite Runde kann man nur hoffen, dass es ein bisschen einfache Fragen ins Mal kommen. Welche Nation holte bei der Biathlon-WM in Östersund die meisten Medaillen? Das war tatsächlich Norwegen, also Sportfragen kann ich. Norwegen hat die meisten gewonnen, ich glaube, dahinter war gleich Deutschland. Bin mir aber auch gar nicht sicher. Auf jeden Fall war Deutschland in den Top 3. Welches Paar trennte sich vor kurzem nach über 40 Jahren Ehe? Da war doch was mit Thomas Gottschalk. Stimmt sogar. Also jetzt läuft es in der zweiten Runde. Bei welcher Krankheit hoffen Forscher nun auf die Entwicklung von Heilmitteln, nachdem Knochenmarkspenden bei zwei Patienten Wirkung zeigten? Alzheimer und AIDS, okay. Aber immerhin zwei Fragen berichtigt. Das läuft also in der zweiten Runde schon mal, so wie ich mir das vorstelle. Es geht auch sofort weiter mit der dritten Runde. Wer richtete sich Anfang des Monats mit einem Essay persönlich an alle Bürger und Bürgerinnen Europas? War das nicht der Papst? Nein. Emmanuel Macron, okay. Ein neuer Dokumentarfilm detailliert angebliche sexuelle Vergehen von Michael Jackson an Kindern. Wie heißt der kontroverse Film? Leaving Neverland, aber das war eher Ausschlussverfahren. Welcher Flugzeughersteller geriet nach dem zweiten Absturz einer 737 MAX 8 in Erklärungsnot? Das war Boeing. Hat man auch mitbekommen in den Nachrichten. Somit kann es auch gleich weitergehen mit der vierten Runde. Mit welchem Talent sorgt die Japanerin Marie Kondo derzeit für Aufmerksamkeit? Aufräumen, das sehe ich. Ich glaube, ich auch am Handel irgendwo mitbekommen. Was wurde im März 30 Jahre alt? Ist es das Internet geworden? Irgendwann hat sie doch das Internet kürzlich Geburtstag. Tatsächlich. Das Internet. Habe ich nämlich auch irgendwann gehört. Küstenorte von Mosambik wurden bei einem tropischen Wirbelsturm stark verwüstet. Was ist kein geläufiger Name für einen solchen Sturm? Zyklon, nicht ein Tornado. Ist doch eigentlich alles das Gleiche. Ja, wieder zwei Fragen richtig. Weiter geht's also schon mit Runde 5. Also ich bin heute wieder ziemlich schnell in diesem Video. Ich muss mich schon ein bisschen bremsen jetzt mal. Armando wurde für fast 1,3 Millionen Euro verkauft. Wer oder was ist Armando? Ich könnte mir vorstellen, dass es eine künstliche Intelligenz ist. Sich eine Brieftaube. Also wer kauft bitte schon eine Brieftaube für 1,3 Millionen Euro? Aber auch Team Deutschland hat künstliche Intelligenz genommen. Netflix knöpft sich mit 100 Jahre Einsamkeit eine neue Romanadaption vor. Von welchem Schriftsteller stammt das Werk? Und auch hier kann ich nur raten, Leute. Akten zu seinem Pontifikat sollen 2020 veröffentlicht werden. Wie hieß der Papst? Pius der 12. ist sogar noch richtig, immerhin eine Frage dann noch richtig in Runde 5. Aber man sieht schon, im März-Quiz teilweise sind die Fragen
relativ einfach und teilweise gibt es aber auch schwierigere Fragen. Letzte 100 also im März-Quiz, 7 richtige Antworten habe ich schon gegeben. Mein Ziel ist immer die Hälfte so richtig zu beantworten, also da bräuchte ich noch 2 richtige. Ist auf jeden Fall machbar, ganz klar. Dirk Nowitzki ist seit März auf Rang 6 der punktbesten NBA-Spieler aller Zeiten. Wer führt diese Liste an? Michael Jordan? Nein. Tatsächlich Kareem Abdul-Jabbar. Noch nie gehört von Michael Jordan. Habe ich schon irgendwas mal gehört, dass er Basketballer ist, aber deswegen habe ich ihn genommen. Facility Huffman ist einer der Beschuldigten im Elite-Uni-Skandal in den USA. Aus welcher Serie kennt man die Schauspielerin? Serien kenne ich eher nicht. Tippe ich einfach irgendwas und das war falsch. Der verstorbene Bruno Ganz vermachte dem Schauspieler Jens Harzer etwas Besonderes. Was genau? Da tippe ich einfach auf den Ring und das ist sogar noch richtig. Zum Abschluss dann nochmal eine richtige Antwort gegeben. Insgesamt habe ich also am Ende 8 Fragen richtig beantwortet. Da kann ich auf jeden Fall schon zufrieden sein damit. Vor allem, weil es auch einige schwere Fragen hier gab im März-Quiz, muss man auch ganz klar an dieser Stelle nochmal sagen. Vor allem die erste Runde, da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Aber auch Runde 5 und 6, die waren auch nicht ganz einfach. Aber ansonsten passt das eigentlich schon für das heutige Video. Und somit würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao.